Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen, hat Max Frisch mal gesagt. Ja, viele von Ihnen sorgen jeden Tag dafür, dass dieser Beigeschmack gar nicht erst entsteht, indem Sie zum Beispiel zum Telefon greifen und alte Freunde mal wieder anrufen, Ihren Nachbarn beim Einkaufen helfen oder dadurch, dass Künstlerinnen und Künstler ihre Werke einem breiten Publikum zur Verfügung stellen. Ostern wird in diesem Jahr ganz anders sein als sonst, anders als wir es uns vorgestellt haben, aber im nächsten Jahr werden wir zurückschauen und sagen, kannst du dich noch an Ostern 2020 erinnern? Sorgen wir alle dafür, dass dieses Ostern trotz dieser schwierigen Situation möglichst gut wird. Ich wünsche Ihnen trotzdem frohe Festtage, alles Gute und bleiben Sie gesund.